Ja, schaut euch das an hier, das Becken, was das jetzt geht, das ist das Salzwasserbecken, was ja nicht so gut läuft. Das muss ich gleich schließen oder auch nicht. Oh. Nee, das läuft nicht so gut, aber ich wollte euch mal sagen, wie das so aussieht, wenn man hier mal eine Woche keine Scheiben sauber macht. Zum Vergleich bloß gegenüber vom Süßwasserbecken geht das hier mein Meerwasserbecken mal ratzfatz. Ja, heute geht es drum, ihr habt es gesehen, rechte Becken, also Becken 2 nennen wir das immer, vom Meerwasserbecken. Erstmal herzlich willkommen bei mir auf meinem Kanal, Thorsten und seine Welt. Vergesst euer Abo nicht, wenn ihr es schon da gelassen habt. Das kommt immer so, Süßwasser, Meerwasser, immer so ein bisschen, was gerade jetzt Meerwasser aktuell ist. Also für Süßwasser-Aquaristik mit dem Schwerpunkt halt Zwerggarnelenhaltung und deren Probleme. Und bei Meerwasser kommt doch das große Erwarten, wenn das Becken kommt, beziehungsweise wenn das Becken kommt, Korallen rein, da machen wir dann einen Komplettstart, das heißt Korallen rein. Aber das Video ist in Planung mittlerweile und das Becken ja natürlich auch, aber ich möchte auch keine Fehler dabei machen. Und deswegen gucken wir uns mal weiter hier an das Becken, was ich jetzt Probleme habe. Dann derzeit machen wir das sauber. Ihr habt gesehen mit den Algen. Ich habe jetzt mal was anderes probiert, weil die Anemone war dann auf einmal weg gewesen. Und da war meine Theorie gewesen, dass der Einsiedlerkrebs, weil die Anemone ist ja so reingegangen und der Häuser ein Einsiedlerkrebs, weil er sich ja oben aufgesetzt hat auf den Einsiedlerkrebs, nehme ich an, dass die da verletzt worden ist durch die Scheren. Der lässt sich ja nun auch nicht alles gefallen und dann irgendwann ist sie geschnappt worden und wir wissen ja, so eine Anemone, so groß ist sie ja nicht. Dann ist ja viel Flüssigkeit drin, wenn die komplett jetzt ohne Flüssigkeit ist, also zusammenzieht, ist es halt ein kleines Tier und dementsprechend ist es da passiert. Nehme ich von aus. Na, denn die ist auch nicht gestorben, hat das Wasser irgendwie vernässelt oder so oder so. Ich hatte aber, weil das Becken nicht im Wasserwechsel gemacht, ja, hatte ich. Aber weil ja die Probleme so ein bisschen mit Becken, ich hole euch mal näher ran. Und bei das andere Becken müssen wir da so ein bisschen was zurückschneiden, denn die Zähne, die wächst hier, haben wir so gut langsam erholt zu sich. Hier auf den Stamm, aber ich wollte jetzt hier jetzt nicht mehr irgendwelche Tiere jetzt reinsetzen. Für mich ist das im Prinzip jetzt gemacht, das Ding, dass ich dieses Jahr noch starte mit dem neuen Becken. Meerwasserbecken mit kompletter Technik drin, was es auf dem Markt so gibt. Denn ich will das diesmal richtig machen. Also nicht so halt peu à peu, sondern gleich alles richtig machen. Mittlerweile habe ich anderthalb Jahre bin ich dabei bei der Meerwasser-Aquaristik, habe mich da so ein bisschen auch mehr informiert drüber, wie es jetzt läuft. Und deswegen schmeiße ich hier mal das Video raus. Aber ich fange mal ganz kurz hier an. Kann ja dann währenddessen ein bisschen was erzählen drüber, ne? Über die ganze Geschichte hier bei dem Becken. Und ihr habt ja mitgekriegt mittlerweile, dass das ja hier immer vom ersten Tag an, würde ich sagen, immer irgendwelche Probleme hier bei dem Becken passieren. Ne? Wasserwerte haben ICP habe ich noch nicht gemacht, habe ich nicht eingeschickt damit, weil ich mir sage, ich werde mich jetzt nicht so doll darauf konzentrieren, auf diese Wasserwerte. Meine Theorie ist jetzt wirklich irgendwo bei den Becken, tja, dass da irgendwelche Zusammenhänge nicht richtig gepasst haben. Ich habe auch schon langsam vielleicht auch einen Verdacht, denn vielleicht gehen die Schläuche von der Dosieranlage, habe ich ja nicht die originalen Schläuche genommen, ich habe normale Luftschläuche genommen, dass die vielleicht Stoffe abgeben, möglicherweise, dass es daran vielleicht liegt, dass wir hier so ein bisschen Probleme haben bei diesem Becken. Ja. Also das heißt, wir werden uns erstmal den ganzen Eimer
wegmachen. Denn noch was komisch finde ich zumindest, warum habe ich hier an einer Ecke Algen, wo ja überhaupt gar nicht Licht von außerhalb hinkommt. Ne? Sag mal so, es sind einfach keine Algen in dem Sinne, sind ja schon Algen, aber es sind ja auch irgendwo mehr oder weniger Scheibenbelege. Ja, ich könnte jetzt auch noch mal ein paar Korallen hier reinsetzen und mehr Sand auch reinmachen. Aber ihr wisst ja selber, wenn man irgendwas geplant hat, was Neues im Kopf rumschwebt, heißt das, ich halte die Becken so, wie sie jetzt sind, am Start und werde mich dann auf das weitere andere Becken konzentrieren. Und wir wissen mittlerweile, kann auch jeder bestätigen, der Meerwasseraquaristik macht, so ein Becken muss gepflegt werden, bei dem Meerwasser noch mehr als bei der Süßwasser. Da kann man nicht irgendwo sagen, ja, lass es laufen, das Becken, desto weniger macht, desto besser ist es. Also da bin ich anderer Meinung. Hier müsste man schon fast jeden Tag oder jeden zweiten Tag die Scheiben sauber machen, um irgendwo eine anständige Optik zu machen. Ne? Dann gibt es ja immer welche, die, ich will ja nicht sagen faule, gibt es auch Leute halt, die viele Sachen zu für sich nutzen, Richtung faule Aquaristik, die dann halt das einfach laufen lassen und dementsprechend sehen dann die Becken aus. Ja. Aber sieht selber schön aus. Und die Belege werden immer gerne genommen von den Garnelen, die ich drin habe, oder Schnecken. Also. Und hier müssen wir ja nicht so viel machen. Lass es einfach laufen. Das ist jetzt gut, die ersten 4 Tage ohne den Abschäumer. Ich habe fast das Gefühl, halt, weil ich hier zu wenig Biomasse drin habe. Biomasse meine ich damit auf Fisch. Dass ich deswegen mit dem Abschäumer, dass der mir zu viele Nährstoffe mit rauszieht aus dem Becken. Stoffe, die ich brauche. Ne? Also, bloß ist meine Theorie jetzt. Aber wir lernen, das ist das Wichtigste dabei. Jetzt ziehen wir gleich mal zu den anderen Becken dann noch rüber. Ihr seht, wie schnell der geht so mit den Schaber. Aber halt, ich habe jetzt selber habe den Klingenschaber genommen. Also das will ich dann beim neuen Becken nicht mehr machen. Denn da seid ihr ganz schnell mal mit bei und habt einen Kratzer drin an der Scheibe. Na? Also da kommt dann schon ein bisschen qualitätmäßig. Für Süßwassermarkt gehen, aber hier ist das, finde ich, sind doch so ein bisschen findlich. Ja, noch mal eine Anemone reinsetzen, ich weiß es nicht. Ich lasse es erstmal laufen. Und mir überlegt jetzt, wenn das Video online ist, wir haben Mitte April, dann haben wir noch Mai, Juni, Juli, August. Und September zählt bei mir schon eigentlich wieder so der Monat in Richtung Herbst hinein. Geht, wo dann einfach schon wieder alles so ein bisschen rückläufig ist. Draußen. Na, und da haben wir dann, können wir uns wieder richtig schön auf die Meerwasseraquaristik konzentrieren oder überhaupt auf die Aquaristik konzentrieren. Und hier müssen wir jetzt auch ein bisschen, ich mache erstmal die Scheiben hier sauber. Dann können wir schon mal reingucken und dann werden wir uns mal so überlegen. Wir müssen ein paar bisschen was zurückschneiden. Aber dazu muss ich dann, so wie gesagt, immer so ein bisschen die Technik ausmachen. Ne? Und hier haben wir noch dasselbe Spiel. Das Becken läuft. Der hat einen Mini-Abschäumer drin und ich sage, es passt genau alle Tiere rein. Okay, ich habe hier keine High-End-Korallen drin. Weil mir einen Augenblick bei so einem Nanobecken einen Augenblick nicht viel einbringt. Ob ich hier noch welche hole oder nicht. Und hier ist das Komische, sobald es kommt mehr Tageslicht hier rein oder Sonne und das Becken läuft effektiv besser. Ne? Mhm.
Ja, und ich habe mir auch jetzt nicht ab, ich wühle jetzt so nicht auf dem Bodengrund unbedingt durch. Vielleicht war das bei dem anderen Becken der Fehler, dass ich da mal den Bodengrund zu sehr aufgewühlt habe oder nicht aufgewühlt habe. Das da, na. Nein, und bei dem anderen, der ein größeres Becken habe, dann werde ich mir auch so einmal oder alle 2, 3 Monate mal auch die ICP machen, dass wir. Dass ich da im Prinzip gleich wieder einen richtigen anständigen Start habe. Dann, weil da weiß ich dann auch nicht, ja, wie läuft das denn da so gut, kommt da irgendwas wieder zustande, was dann nicht so passt, dass ich da die Werte machen. Übrigens könnt ihr auch, was wollte ich sagen, für Süßwasser die ICP machen. Funktioniert auch, um eure Werte mal einfach mal zu checken. Ne? Okay, bringe euch mal ein bisschen näher ran, um zu gucken. Ja, hier haben wir, hier müssen wir so ein bisschen, hier seht ihr, die müssen wir entfernen. Das heißt, wir werden erstmal den Zentralschalter ausmachen. Zack. Dass wir hier null Strömung haben. Eigentlich soll man immer die Technik ausmachen, aber ihr wisst ja selber, manche Sachen macht man nicht so, wie man sie machen sollte. So, ist jetzt Ruhe, das ist absolute Ruhe im Becken. Ja, und da seht ihr hier habe ich ja, die wächst da eigentlich so ein bisschen kreuz und quer. Man muss mal ein bisschen abschneiden. Manche Sachen macht es immer mit einer Absaugung, aber man kann es auch gleichzeitig mit so einem Kescher abnehmen. Was man abschneidet. Bis jetzt hat es immer gepasst. Ne? Guckt an, das sieht brutal aus. Aber es ist es nicht. Denn hier, die könnte ich, hier haben wir noch einen so ein bisschen. Ja, der Wurm, der ist auch nicht mehr Röhrenwurm. Ich weiß es nicht, ob das alles Wildfänge war, wie alt der schon war. Auf einmal war die Röhre nicht mehr, die war noch da. Aber er ist dann effektiv auf irgendwann mal nicht mehr rausgekommen. Das lasse ich hier alles so in diesem Bereich, werde ich euch mal zeigen. Aber hier müssen wir abschnippeln. Ich fische das nachher komplett raus. Die Zehnja ist eine dankbare Pflanze. Ich will nicht sagen, die ist unempfindlich. Ihr seht selber, in anderen Becken ist der Stamm mir teilweise abgestorben. Na, aber man muss eingreifen, weil irgendwas der Stärkere gewinnt. Ja, in der Aquaristik. Wie Meerwasser, Süßwasser, Aquaristik. Einen Augenblick, sage ich, die Unterhaltskosten ist nicht, also nicht anders wie jetzt beim Süßwasser. Aber beim Meerwasser habe ich die Erfahrung jetzt gemacht, bei Wasserwechsel, wenn ich keine Probleme habe, mache ich keinen Wasserwechsel, gebe nur die Nährstoffe ein. Da kann ich nur euch als Tipp geben. So ist es. Das ist gut, und so machen wir was. Ja, das hört einfach dazu. Ne? Und hier machen wir, als sind wir hier an der Pilzlederkoralle dran. Ja, ich habe ja dann immer hier so eine kleine Uniziefer drin gehabt oder habt sie noch drin. Aber das hält sich in meinem Rahmen drin. Ich habe jetzt nicht weiter mehr drauf eingegriffen. Ne? So eine kleine Würmchen. So einen rötlichen. Die sind dann gekommen und wieder verschwunden. Und dementsprechend habe ich sie lassen. Ne? Hat ich, ja, hat er gesagt, eigentlich Korallen haben ja eigentlich keinen Schmerz, haben keinen Schmerzempfinden. Und man muss bei den Zehen erst, man muss die zurückschneiden.
Das sind Arbeiten, die hören dazu, die sehen schön aus. Aber da muss man irgendwann mal sagen, oh stopp, hab davon zu viel. Das ist Ende. Ende im Becken damit, ne? Hoppala. Aha, was machen wir da so ein bisschen? Die hier. Ja, das war nochmal, was wollte ich zeigen. Hier ist das Dings hier, hier ist die hier. Ja, mäkelt hier auch so ein bisschen rum. Aber die hier mäkelt auch so ein bisschen rum alles. Das passt. Und das Gute ist ja, dass der Abschäumer mit auch einen Filter dann hat. Wenn ich das jetzt aufwühle so ein bisschen, weil ich jetzt aber mittlerweile ungern mache. Weil, wie soll ich euch das sagen, dass ich damit mit dem Rumwühlen im Wohngrund ist meine Theorie noch, habe ich auch an meinen anderen Becken, habe ich so eine Zeit lang immer dann auf einmal eine Woche alles so durchgepustet, den Bodengrund durchgepustet, dran und damit bin ich der Meinung, dass ich auch viel gemacht, was nicht so gut war. Ne? Jetzt läuft der Filter nicht an. Kann schon mal passieren, ne? Da muss ich mal gucken. Jetzt habe ich hier den AK-Filter. Hier den AK-Filter. Der läuft jetzt nicht an. Ich hoffe. Manchmal ist der hilft so ein bisschen klopfen. Ja, manche Sachen fragt man sich. Oder ich jetzt den falschen Stecker da draußen. Manchmal ist das so. Da weiß man ja nicht so, was man so tut, aber. Und mit den rein. Das ist die Pumpe. Ja, ich wollte den jetzt eigentlich zeitlich nicht sauber machen. Extra den Abschäumer. Manchmal hilft der so ein bisschen. Starten mal. Kann ja schon sein, ist wahrscheinlich. Oh, wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Seht ihr das mal so ein bisschen? Habt ihr gesehen, das ist angelaufen? Hat ein kleines Schnupperchen gehabt oder Hüsterchen, kann man fast sagen. Habt ihr gesehen, wie er gehustet hat? Das läuft da wieder. Jetzt kommt der Teil hier wieder rein. Jetzt passt da wieder nicht richtig. Das heißt, ich muss mal ganz kurz mal einen Stoppi machen. Jetzt haben wir das geschafft. Das wollte ich euch noch mal zeigen, was ich meine. Hier die kleinen roten Pünktchen. Das sind so eine, wie so eine kleine Würmchen. Und dort habe ich schon sämtliche Mittelchen probiert mit Absaugung und. Und bei das andere Becken, wo ich sie kaum noch habe, ist meine Erfahrung einfach, ich habe da nichts gemacht, ich habe es einfach laufen lassen, wie es hier auch ist, ich lasse es einfach laufen und wir werden sehen, wo wir da enden. Und mittlerweile erholt sich das hier auch nach und nach, das ist klar, das Becken kann sich ja auch nicht erholen, beziehungsweise wenn man hier einen Fehler gemacht hat oder irgendwas mit der Wasserwerte nicht hingehauen hat, muss man halt einfach nur abwarten. Becken braucht seine Zeit. Das ist wie bei der Süßwasser-Aquaristik. Becken brauchen ihre Zeit bei der Aquaristik, bis sie dann wieder so ein bisschen in Schwung kommen. Oder die Probleme gelöst sind. Beziehungsweise die Probleme gelöst haben sich. Ne? Ihr seht hier die Tiere, Einsiedlerkrebs wächst noch, gedeiht, fühlt sich wohl. Dann habe ich zwei, drei drinne. Die Garnelen sind auch noch alle drin, außer die Anemone. Aber da werde ich vielleicht mal eine mal reinsetzen und dann vielleicht direkt im Blumentopf reinsetzen, im Tontopf. Wurde mir gesagt, dass du da vielleicht ein bisschen mehr Glück mit hast. Denn. Aber man weiß immer nicht, man steckt da nicht drin. Was du lag oder nicht lag bei der ganzen Geschichte. Ja, stopp. Ich warte kleine Filmchen. Darüber.
Salzwasseraquaristik, dass da auch alles nicht so immer läuft mittlerweile. Deswegen seid ihr auch immer dabei bei den ganzen Updates, die ich so habe, was hier so passiert. Wenn mir meine Aquaristikstube oder Studio, kann man ja schon fast sagen, ne, kommt zwar jetzt so ein bisschen weniger Content, auch in der Richtung Süßwasser-Aquaristik wird jetzt ein bisschen weniger kommen. Kommt immer darauf an, wie das Wetter ist. Ist das Wetter schön, bin ich natürlich draußen. Dann soll er auch den Sommer genießen und den Frühling, der ist ja kurz genug. Ne? Aber sonst gibt es jetzt einen Augenblick hier nicht weiter. Muss mal die Lampe immer so ein bisschen gerade stellen, dass ich immer die gleiche Lichtstärke habe, beziehungsweise. Tja, das Becken jetzt so besser läuft. Warum, weshalb, wieso, weiß ich nicht. Kann die Strömung sein, kann sein die Schläuche. Könnt ihr ja mal umtauschen. Wäre jetzt mal eine Möglichkeit. Tja. Gibt es also viele, viele, viele Möglichkeiten, wo der Fehler dann liegen kann an dem Becken, was man falsch gemacht hat. Aber ich bleibe am Ball und werde euch wieder berichten, wenn was Neues in der Meerwasser-Aquaristik geschehen ist oder wieder ein paar Tipps. Mittlerweile habe ich auch so ein bisschen meine Erfahrung gemacht mit der Meerwasser-Aquaristik. Ja, und das soll ja das gleiche Stil. Da soll ich ja oder werde den gleichen Stil beibehalten wie bei der Süßwasser-Aquaristik. Vielleicht kommt so mal so ein Produkttest wieder dazu. Aber da wird es höchstwahrscheinlich spannend werden, wenn ich da mehr oder weniger ein größeres Becken habe. Da kriegen wir dann so mehr Produkte zur Verfügung habe. Hier habe ich auch meine Dosieranlage. Bis jetzt läuft sie. Ist klar, ist schwer zu dosieren bei den kleinen Mengen. Aber ich komme mit Allflow komme ich wunderbar mit klar. Bei meinen Garnelen, bei meinen Korallen, bei den Korallentieren, das ist der richtig, die ich da drin halte, reicht es aus. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns spätestens wieder beim nächsten Video bei mir auf meinem Kanal, Thorsten Seine Welt.